Der hauseigene Essig wird hier in filigrane Flaschen abgefüllt, mit einem kleinen Korken versehen. Nichts ist hier Zufall. Nicht der Geschmack und nicht die Form der Flasche. Was man selbst herstellen kann, macht man selbst und alle Zutaten sind bio. Wir sind auf dem Doktorenhof im pfälzischen Venningen. Draußen finden wir einen stilvollen Laden mit einer gigantischen Auswahl eigener Produkte. Alle Etiketten sind vom Chef selbst gestaltet. Wer ist dieser Chef, der hier Geschäftssinn mit Genuss und Kunst vereint? Ihre Familie hat immer Landwirtschaft gemacht, auch Weinbau. Wie kamen Sie aber zum Essig? Ja, wir sind hier im Dorf seit Hunderten von Jahren quasi, seit 1600 ein bisschen was aus Essig. Und es war halt immer ein Weinbaubetrieb dabei. Und natürlich hätten die Leute ja früher ihren eigenen Essig machen müssen. Das heißt, meine Großmutter hat so ein kleines Fässel gehabt, das ging die Kellertreppe runter, da war das gestanden. Und ich habe das einfach schon immer geliebt, den Essig zu trinken. Es war schon immer ganz was Besonderes für mich. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache meinen eigenen Essig. Ich meine, früher hier auch so eine Art Gastronomie, also Streichwirtschaft gehabt. Und habe dann diesen Essig verwendet. Und dann durch das Sammeln von alten Büchern, von alten Urkunden, alten Schriften, bin ich halt ein bisschen tiefer eingestiegen. Wie war das früher? Warum hat man Essig gemacht? Wie macht man denn Essig richtig? Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da weitergemacht habe. Wie hat sich das denn entwickelt? Sie haben heute hier einen großen Hof und haben ganz viele unterschiedliche Produkte. Haben Sie Stück für Stück einfach immer ein bisschen weiter ausprobiert? Genau, am Anfang habe ich nur einer gehabt. Das war 1971, das weiß ich noch nicht. Es gab eine Rute in der Trockenbeereisles, also die habe ich dann genommen und habe da 13 Essig gemacht. Und dann habe ich einen zweiten gemacht, einen dritten gemacht und dann ein bisschen experimentiert, ein paar Kräuter dazu gemacht. Ja. Das Ganze einfach dann ein bisschen verfeinert, immer probiert, besser zu werden. Und das machen wir heute noch. Wir probieren heute noch genauso wie damals, immer ein Stück weiter zu kommen, ein bisschen besser zu werden noch, wieder was Neues zu machen. Und dadurch kommt natürlich auch die große Menge an Essig, die wir im Augenblick haben. Ja, was kann man aus dem Essig alles machen? Essig kann man generell nehmen zum Kochen, das ist ja traditionell. Was wir halt machen, ist Essig zum Trinken als Aperitif oder Digestiv. Das ist ganz wichtig, denn Essig bewirkt natürlich, dass im Mund viel mehr Speichelfluss entsteht. Und dadurch kriege ich Hunger, dadurch kriege ich Appetit, dadurch kriege ich Lust. Die Geschmackspapille werden aufgelöst, also ich kriege so richtig Appetit drauf. Das ist das wohl Wichtigere, dass man auch isst. Wir leben vom Essen, wir leben nicht vom Nichtessen. Ne? Ja. Ja. Und der Essig bewirkt natürlich auch in der Speise, dass er wohlschmeckend sind, dass auch zum Beispiel im Salat sind ja Bakterien, Kolibakterien drin, dass die verschwinden, dass die quasi eliminiert werden durch die Säure des Essigs und dass der Salat für uns gut zuträglich ist. Wie so oft ist auch heute eine Gruppe von ausländischen Touristen hier. Man kann Führungen durch die kerzenbeleuchteten Räume machen, in denen die Essige in uralten Fässern gären. Auch kann man die saure Essenz hier inhalieren und am Ende schließlich probieren. Warum wird das gemacht hier? Wird es damit verschlossen? Was ist das? Das ist der Wachs. Ja. Die Flaschen, die wir vorhin gesehen haben, werden hier versiegelt, erhalten ihre Etiketten und viele von ihnen werden verpackt, um sie an Kunden zu senden. Was kann denn im Essig alles drin sein? Nennen Sie mal ein paar Beispiele. Von den Kräutern, den Gewürzen haben wir von Ingwer angefangen bis zu Vanille. Wir machen Himbeeressig, wir machen auch ganz traditionell mit Mädesüß zum Beispiel ein Essig durch altes keltisches Kraut. Also ich gucke stark immer in die Vergangenheit zu gehen und das rüber zu reden in die Zukunft. Also es sind immer sehr alte Rezepturen. Deswegen sammle ich so alte Bücher und alte Schriften. Die alten Schriften findet man auch in der hauseigenen Bibliothek. Was bedeutet Essig für Sie? Erstmal ist Essig ein Millionen Jahre altes Produkt. Also der Mensch hat Essig nie erfunden. Das ist die Erfindung der Natur schlechthin. Denn jeder Mensch der Erde produziert Essig über den sogenannten Zitronensäurezyklus. Das ist halt so ein medizinischer Vorgang, so ein Stoffwechselvorgang quasi im Körper. Und somit ist Essig etwas auch für den Körper Gutes. Und wenn man beide sieht, dass Essig gut schmecken kann, dass Essig was Gutes bewirkt, dass Essig mir hilft, dass ich mein Leben gut bestreiten kann, ist natürlich Essig das ideale Produkt. Und das habe ich mir so ausgewählt und da drin gehe ich eigentlich richtig gut auf. Ja. Und hier haben wir ein Essigprodukt, das man trinken kann als Aperitif. Genau, das sind die Gläser, Formen und Flaschen, die auch mir selbst, wie man es so schön neudeutsch sagt, designen, also
produzieren. Wir haben eigene Glasbläser, die das dann machen. Das ist alles Mundgeblase. Mhm. Man riecht ganz zart, duftig, ja. Die süß auch leicht. Das ist von der Grundsubstanz her sehr hochwertig, solche Weine. Das sind Beerenauslese oder Trockenbeereislese. Also sowas ist ganz was Besonderes. Mhm. Probieren wir mal. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. So, man hat jetzt einen süßen Mund und nicht gleichzeitig die Säure im Mund. Ja. Und dieses Spiel nennen die Chinesen Yin und Yang. Mhm. Dieses Gut und Böse, Hell und Dunkel, Männlich, Weibliche. Und dieses ist natürlich auch für das Essen immer wichtig. Für die Chinesen gibt es immer beim Essen das Gut und Böse. Also immer das, was zuträglich wird. Und diese Symbiose, die da drin entsteht, macht das Essen aus. Die Gewänder sehen für den Laien aus wie die eines Mönchs. Doch auch die Mediziner, eher gesagt die Doktoren, trugen früher dunkle Kutschen. Und dunkel ist es auch da, wo die Führung stattfindet. Bei mystischer Musik kehrt man im Keller in eine ganz neue Welt ein. Eine Welt voller Geheimnisse, Gerüche, Geistigkeit. Unter Stuckdecken zwischen antiken Möbeln und exquisiten Zutaten. In die Produkte kommen Kräuter aus eigener Umgebung wie Salbei und Holunderblüten. Aber auch Zutaten aus Ägypten oder Asien finden Platz in der sauren Flüssigkeit. Chilisauce oder Marmelade, Aprikosen und Burgunderessig. Nicht nur für einen Salat, sondern auch zum Trinken als Aperitif. Essigsenf, Chutney oder Pralinen. All das kann man aus Essig machen. Und dass man Essig wirklich trinken kann, durfte ich ja gerade selbst erfahren. Georg Wiedemann, ein Wandler zwischen den Zeiten, der mit seiner Familie einen eigenen Weg geht zwischen zahlreichen pfälzischen Weingütern und dabei Genuss wie kaum ein zweiter zelebriert. Sein Motto? Ich muss natürlich sagen, ich bin schon stolz, dass ich in der Pfalz sowas machen kann, weil die Pfalz natürlich ein wahnsinnig gottgelobtes Land ist. Wir haben tolle Weine, wir haben eine tolle Gegend, wir haben tolle Produkte, wir haben richtig tolle Kräuter, Gewürze, alles was es bei uns gibt. Das kann ich euch binden. Und ach, die Sprache ist was Tolles. Und so alt wie die Altpfälzer Sprache ist, will ich natürlich auch probieren, dass der Essig immer bleibt. Also dass das nicht einfach verloren geht in irgendeiner Modernität, sondern dass einfach Traditionen erhalten bleiben. Und das ist für mich auch ein großes Anliegen mit dem Produkt, was ich mache. Immer die Traditionen zu wissen, wo ich herkomme und zu wissen, wo ich hingehe. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, gebt uns doch ein Like oder abonniert uns. Wir würden uns riesig freuen.